Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Dass die Hoffnung zuletzt stirbt, ist nicht nur ein Sprichwort. Wir wissen es wahrscheinlich auch aus unserem eigenen Leben. Und auch die Bibel weiß das. In einem Psalm habe ich ein schönes Wort gefunden, was dazu passt. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Es ist ein tröstliches Wort. Alle werden erkennen. Alles wird sich irgendwann lösen. Alles wird irgendwann klar werden, klarsichtig sein, durchscheinen, dass es von Gott kommt. Das, was so groß klingt, hat doch auch mit meinem Leben zu tun. Auch meine Fragen werden beantwortet werden. Auch meine Knoten werden sich lösen. Auch meine Unkenntnis wird in Erkenntnis gehen und ich werde Gott erkennen dürfen. Das, was im tiefsten Herzen meine Hoffnung ist, wird Wirklichkeit werden. Das ist mein Glaube. Und dieser Glaube tröstet mich und viele Menschen. Lasst uns diesen Trost immer wieder weiterschenken und dafür sorgen, dass die Erkenntnis Gottes sich immer mehr verbreitet. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, wir verneigen uns an diesem Tag vor dir und danken dir. Und wir hoffen, dass sich irgendwann die ganze Welt vor dir verneigen kann in Dankbarkeit und Ehrfurcht, in Freude und Hingabe für das Geschenk, dass du da bist. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns morgen, von deinem Trost und von der Hoffnung zu leben, dass wir irgendwann dich ganz erkennen dürfen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.